Mit einer kleinen Anfrage zu Schwerbehinderten in Deutschland hat die AfD-Bundestagsfraktion fast alle Sozialverbände im Land gegen sich aufgebracht. In einer halbseitigen Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung heißt es: Wir rufen die Bevölkerung auf, wachsam zu sein und sich entschlossen gegen diese unerträgliche Menschen- und Lebensfeindlichkeit zu stellen. Am 23. März hatte die AfD eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Die Abgeordneten wollten unter anderem wissen, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland seit 2012 entwickelt habe, und zwar insbesondere die durch Heirat innerhalb der Familie entstandenen. Daran schlossen sie die Frage an, wie viele dieser Fälle einen Migrationshintergrund hätten. In der Zeitungsanzeige zeigen sich die insgesamt 18 Organisationen darüber entsetzt. Die Fraktion der AfD erkundigt sich vordergründig nach der Zahl behinderter Menschen in Deutschland, suggeriert dabei jedoch in bösartiger Weise einen abwegigen Zusammenhang von Inzucht, behinderten Kindern und Migrantinnen und Migranten. Die Anfrage erinnere damit an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte, in denen Menschen mit Behinderung das Lebensrecht aberkannt wurde und die zu Hunderttausenden Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die Bundesregierung hat die AfD-Anfrage bereits beantwortet. Das Bundesinnenministerium schrieb, dass Daten zum Familienstand der Eltern von Kindern mit Behinderungen in der Statistik nicht erhoben würden. Bei mehr als 94% der schwerbehinderten Menschen handle es sich um Deutsche.